Wir sind hier auf meiner Terrasse zu Hause und man kann leicht erkennen, das Holz muss ersetzt werden. Wir haben die Terrasse vor 12 Jahren gebaut und jetzt ist es bereits so weit, dass wir eine neue Terrasse brauchen. Wir hätten nun die Terrasse aus Stein machen können, aber ich mache sie nochmals aus Holz, obwohl das doppelt so teuer ist, denn ich habe Holz einfach wirklich gern. Und es sieht auch gut aus, es sieht heimelig aus und Menschen, die in Holzhäusern wohnen, die schwärmen auch von der Atmosphäre, vom Klima, das vom Holz ausströmt. Holz übrigens ist auch klimaneutral, es ist CO2-neutral. Also wenn man Holz verbrennt, wird zwar CO2 ausgestoßen, aber weil der Baum vorher das CO2 aus der Luft eingefangen hat, absorbiert hat, gilt es als CO2-neutral. Holz hat also viele gute Eigenschaften. Und gerade aus dem Grund war ich sehr überrascht, als ich Holzfirmen in der Obermatt-Rangdatenbank entdeckt habe. Ich habe zwar nach Rohstoffunternehmen gefiltert, denn ich wollte wieder eine rezessionssichere Anlage tätigen, wie zum Beispiel eine Goldaktie, fand dann aber 2 Firmen in Kanada und 2 Firmen in den USA, die sehr, sehr günstig bewertet sind. Beide haben ausgezeichnete kombinierte Ränge und gute Value-Ränge. Das bedeutet, sie sind billig. Ich habe da ein bisschen gegoogelt, um den Grund zu suchen. Also das Erste, was ich gefunden habe, ist ein Artikel in einem Aktienblog und der hat gesagt, kauf diese Aktien als Rezessions-Hedge. Also genau die gleiche Meinung wie mir. Diese Aktien sollten jetzt eigentlich teuer sein. Denn viele Unternehmen, viele Menschen erwarten eine Rezession, dann sollte man eigentlich gerade diese Aktien wollen. Warum sind die so billig? Ich habe mir zuerst die kanadischen Firmen angeschaut, denn dort sind die Value-Ränge noch besser. Warum sind diese Value-Ränge so hoch? Warum sind sie so günstig? Die Gründe sind zum einen bei amerikanischen Zöllen. Die USA hat entschieden, auf kanadisches Holz Importzölle zu erheben. Und das ist natürlich schlecht für die Kanadier. Denn dann wären ihre Hölzer teurer und die Kunden werden weniger davon kaufen. Es kann auch sein, dass die Kanadier mit dem Preis runter müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das wiederum drückt auf die Gewinne. Und dann habe ich gehört, dass die Kanadier viel härtere Umweltschutzvorschriften haben und deshalb weniger Holz abgeholzt werden kann. Da kann man natürlich auch weniger verkaufen. Und schließlich war 2018 auch ein sehr schweres Jahr, weil das Wetter so schlecht war. Die Kanadier hatten so schlechtes Wetter, dass sie weniger Holz schneiden konnten und auch weniger transportieren konnten. Alles Gründe, warum es diesen Unternehmen zurzeit gerade schlecht geht. Schwierige Zeiten haben auch gute Seiten. Die beiden kanadischen Firmen haben nämlich entschieden, international zu expandieren. Sie verkaufen heute Holz auch nach Asien. Und sie kaufen Holzbetriebe auf anderen Kontinenten. Und das sind zukünftige Märkte, die uns als Investoren gehören. Ziemlich attraktiv. Aus diesem Grund wollte ich noch ein bisschen genauer die ganze Sache anschauen und hinter die Obermatt-Ränge schauen. Ich ging zu Reuters und habe mir das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeschaut. Und das ist bei West Fraser unglaublich gut. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das KGV, ist nur gerade 9. Sie bezahlen also 9-mal mehr als der Gewinn des Unternehmens für diese Aktien. Und das ist sehr tief. Darüber hinaus bezahlt West Fraser sogar eine Dividende. Und der Obermatt-Rang sagt, es ist eine typische, markttypische Dividende. Also auch das ist ziemlich gut. Man hat eine rezessionssichere Aktie und sogar noch eine markttypische Dividende. Und das ist auch besser als Canfor. Canfor hat ein KGV von 14 und bezahlt keine Dividende. Und damit ist für mich der Fall klar. Ich kaufe West Fraser, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.